Gut. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Spiegeltechnik vier Winde trainieren. Nimm dir diesen Tipp zuerst und erinnere dich daran, während wir trainieren. Vier Winde Spiegeltechnik-Tipps. Drücke, ja, um den Angriff zu beginnen. Drücke dann wiederholt. Achte auf das Timing. Wir wiederhole das, bis du vier aufeinander folgende Spiegeltreffer gelandet hast. Diese Kombo macht kurz einen Prozess mit dem Feind und sieht auch noch gut aus. Yeah. Nun, hast du alles verstanden? Hast du die Erklärung verstanden? Ja. Und dann? Ich gewähre dir diese Technikschriftrolle. Lies sie, wenn du vergessen hast, was es heißt, ein Krieger zu sein. Technikschriftrolle, ja. Verstehe sie mit deinem Körper wie mit deinem Geist. En garde. Jo. Gut gemacht, hat geklappt. Hm, nicht schlecht, weiter so. Das ist jetzt nicht gerade schwierig. Nicht aufgeben, streng dich mehr an. Jo. Und wieder zerfällt das Teil. Ist das alles, was du zu bieten hast? Ja, lass dein Kriegsgeist hell leuchten. Der läuft immer mehr Blilder an, habe ich das Gefühl. Jo. Doing. Das reicht jetzt. Sehr beeindruckend, du hast mir deinen Kriegsgeist gezeigt. Du darfst diesen Geist nicht vernachlässigen. Trainiere jeden Tag, um ihn zu stärken. Du kannst jetzt gehen. Zeige diesen verdammten Kreaturen die wahre Natur des Kriegers. Oh. Erhalten heiliger Knochen M. Amaterasus Lieblingssnack. Gibt 10 Einheiten Solarenergie. Jo. Was ist los? Hast du etwa Angst? Geh raus und benutze dein neues Können und bekämpfe das Böse. Jo, hab ich auch vor. Du hast wohl genug, was? Hör zu, Wolf. Erfahrung in deiner Fähigkeit zu gewinnen ist wünschenswert, aber du darfst nie den Willen zur Selbstverbesserung verlieren. Ich bete, dass du das nie vergisst. Ja. Jetzt haben wir ja noch was, wo wir unser Geld reinstecken können. Und er ist wieder alt und grau geworden. Ja, alt und grau war er auch in der anderen Form, aber sein Kopf ist wieder richtig rum. Jo, Schweine mögen mich. Ich kann Gras schneiden und krieg Karotten, yay. Noch mehr Essen aus Trainingsfiguren, ja. Na gut, kümmern wir uns um das Böse hier, jetzt da wir stärker sind. Todestrommler. Können wir dich nicht irgendwie rauslocken? Na, wir können ihn auf jeden Fall ordentlich verdreschen. Für die brauchen wir noch nicht mal den Pinselstreich mehr. Ah, der nächste Todestrommler. So.
Tatsächlich, wenn wir ihn von hinten angreifen, können wir ihn aus seinem Loch rausholen und ihn besser attackieren. Hätten wir beim ersten wissen müssen, aber gut. So, was können wir hier machen? Eigentlich sieht das hier aus, als ob wir hier fischen könnten, aber wahrscheinlich haben wir es Fischen noch nicht erlernt. Jedenfalls gibt es hier auf jeden Fall Fische. Gut, okay, was sagt die Karte? Karte sagt, da den Weg hoch. Harami-See. Es sagt, das hier ist der Harami-See. Du weißt schon, der aus der Legende von Nagi. Aber er hat irgendwie sein Glanz verloren. Vielleicht, weil der Nachfahre des großen Nagi dieser Susanoo ist. Ja, also darunter geht's zum See. Und da unten ist auch das Tor, wo ich erstmal noch nicht hin will. Und da geht's in das andere Gebiet. Erhalten Füttern-Tipps. Schriftrolle enthält zusätzliche Informationen. Hafen Agatha-Wald. Diese Fähre zwischen dem Chimso-Feld und Agatha-Wald liegt hier an. Die Fähre fuhr immer regelmäßig, aber sie ist außer Betrieb, seit der Wasserspiegel gesunken ist. Ah ja. Ja gut, da müssen wir uns wahrscheinlich da hinten um das böse Feld auch kümmern. Aber erstmal gucken wir, was wir jetzt hier so Neues haben. Wir haben ja etwas Neues im Reiseführer. Füttertipps. In wiederhergestellte Gebiete kehrt das Leben zurück. Fütter die Tiere richtig und du hältst Glück. Ja, super. Techniken. Gibt's ja auch genügend hier. Vier Winde. Ja. Sonst was Neues? Nö. Also, Schweinchen füttern. Die kennen wir ja bereits, also skippen wir das Ganze mal. Fischfutter. Also Fische. So, das müsste jetzt aber bei den Schweinen. Ja, das hat auf jeden Fall bei den normalen Schweinen für ziemlich viel gesorgt. Also bei den Wildschweinen. Bei den Ferkeln nicht ganz so viel, weil es gibt mehr Ferkel. Ja, aber gut. Wieder raus hier. Obwohl, wir wollten ja die Börse vergrößern. So, als nächstes sparen wir auf eine neue Solarenergie, dass wir mal 5 haben. Zum Agatha-Wald. Dieser Wasserweg führt zum Agatha-Wald. Das ist der grünste und fruchtbarste Platz in dieser Region. Ich habe gehört, dass die Leute aus dem Dorf früher die Fähre zum Wald genommen haben. Ja. Hui! Ups. Ich kann hier tatsächlich runterspringen. Das ist nicht gut. Ja, aber ich ertrink gleich. Gut, das hat mich ein bisschen Solarenergie gekostet. Ja, ich will diesen Boden hier. Gerne säubern.
Ah, so geht's. Schon wieder ein Spalt. Hm. Oh, der Boden hier ist ganz schön aufgerissen. Was? Ich wette, er könnte mit einer mächtigen Explosion zerstört werden. Boom. Das würde wie ein billiges Souvenir aussehen. Ah, ja. Vielleicht würde ich damit das Wasser freikriegen. Aber gut, das können wir uns dann erstmal nicht angucken. Kümmern wir uns lieber um die hier. Hallo. Au. Ja, okay, ich gebe zu, das hat doch ein bisschen wehgetan. Ey. Wer hat dir erlaubt, dich wieder einzubuddeln? Okay, für das hier werde ich eine schlechte Wertung kriegen. Vor allem, weil er sich wieder eingebuddelt hat, weil ich halt versucht habe, ihn mit dem Pinselstrich zu töten. So. Ach, aber Solarenergie. Jo, hat nur grün gegeben. Na, schade drum. Kann man leider nicht so viel machen, aber ist ja nicht so wild. Wir wollen ja hier nicht die unbedingte perfekte Wertung erreichen. So, dann gucken wir mal hier drüben noch lang. Wir können auf jeden Fall... Ist das ein Schwert oder ein Schlüssel da oben? Zum Feuerwerksgeschäft. Ah. Ey! Da schleicht er sich von hinten an. Na? Der da will auch wohl nicht so recht. Aber er ist weg. Ah, wieder nur Zeit. Hm. Wieder Hasen. So, das skippen wir einfach. Wieder 6 Punkte. Hm. Ja gut, da kommen wir scheinbar gerade noch gar nicht hoch. Dann zur Krach-Bumm-Fabrik. Da gibt es was zu graben. Das habe ich mir fast schon gedacht, dass hier was ist. Oh, eine Vase. Vase, deren Schönheit jede Blume überstrahlt. Ja, gut. Oh. Ach, du bist doch gar nicht tot. Gut, jetzt bist du tot. Und eine neue Cutscene. Ja, eine neue Gegnerart.
Der Fisch. Der fliegende Fisch. Okay. So. Na gut, ich muss ehrlich zugeben, der war jetzt nicht so schwer zu durchschauen. Mir fällt gerade auf, was ist das so? Das Wolfszeichen eigentlich da unten? Weißes grün, weißes rot? Bestiarium. Neu. Toter Fisch, der verwandelte Geist einer Frau, die sich selbst ertränkte. Na ganz toll. Dieser dämonische Fisch kann fliegen, indem er mit seinen Flossen flattert, wie mit Flügeln. Wenn du nachts den Kadaver eines Fisches am Strand findest, dann solltest du die Flossen mit einem Kraftstreich exorzieren. Da schlägt den Fisch auf den Boden und jagt ihn zum Teufel. Und Vase, deren Schönheit jede Blume überstrahlt. Sehr gut. Noch ein Riss. Erhalten. Legende von Orochi. Neue Schriftrolle. Das Dorf Kamiki liegt in den Feldern von Shinso in Nippon. Dieses Dorf trägt die Würde einer traurigen Tradition. In der Nacht des Festes erscheint der böse Lindwurm Orochi und ein weiß gefiederter Pfeil trifft das Haus einer Jungfrau. Orochi verlangt das Mädchen als Opfer, um sein Leben zu verlängern. Das ging 100 Jahre so, bis Nagi den Lindwurm erschlug. Sogar noch heute erzählen die Dörfler ihre Geschichte. Beim Vollmond der 15. Nacht erscheint der achtköpfige Lindwurm. Das Opfer wird durch einen weiß gefiederten Pfeil bestimmt. Nagi bekämpfte die Bestie wegen seiner geliebten Nami. Bis zu dieser heroischen Tat wurden 99 Mädchen geopfert. Dies dürfen wir niemals vergessen. Ah. Übel. So schön das Zeichenstil auch ist vor dem Spiel. Und so lustig das Spiel teilweise auch ist. Mist, ich kann da nicht reiten drunter graben. Ich kann seine Bomben zerdeppern. So, wer bist du? Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Das sollte nicht passieren. Nein, nein, nein. Ich habe mein Rezept doppelt und dreifach überprüft. Nein, nein, nein. Hey, du, da hast du mal Zeit? Hä? Wow, was macht das kleine Irrlicht da? Hey, wen nennst du hier ein Irrlicht? Ich bin Isun, der wandernde Künstler. Nun, nun, du bist ein kleiner Ball aus Feuer, oder nicht? Ich bin Tama, Tama der feurige Pyrotechniker, so werde ich genannt. Nein, ich sag jetzt nichts zu den Gürtel aus Dynamitstangen um seine Hüften. Feuriger Pyrotechniker Tama. Hört hier, ihr beiden, ich bin kurz davor, ein unglaubliches Hammerding zu starten. Seht ihr das Rezept an, das ich da an der Wand habe? Ja? Meine ganze Erfahrung als Pyrotechniker steckt in diesem Rezept drin, Freunde. Es ist für ein kleines Feuerwerk, das ich Mitternacht Wunderjunge nenne. Es gibt nur ein Problem, obwohl ich weiß, dass das Rezept in Ordnung ist, funktioniert es noch nicht. Ich weiß, hört zu, Wippe. Du hast gute Augen, feurige Augen, glühende Augen. Vielleicht ist es genau dieser heißrote Blick, was ich brauche, um das hier zu starten. Genieß den Augenblick der größten Schauspiels, das die Welt je gesehen hat. Halt eure Hüte fest, Kinder, los geht's. Die am hellsten leuchtende Konstellation am Himmel der Mitternacht, Wunderjunge. Ah.
Ja, wo ist das Problem? Nun, ich würde sagen, wenn du es nicht gleich schaffst, dann versuch noch mal die... Versuch noch mal in die Luft zu jagen. Das hier sieht aus wie eine Bauanleitung für Feuerwerkskörper. Aber es ist irgendwie seltsam. Ich frage mich, ob es wirklich funktioniert. Versuchen wir es nochmal und zeichnen einfach eine Bombe drum. Ja. Er wirft wieder einen Haufen Zeug rein. Oh, es ist eine Bombe geworden. Oh mein Gott. Ah, guck mal, wie sich Amaterasu freut. Dieser Tammer mag ja ein paar Schrauben locker haben, aber er hat's voll drauf. Hm, wieder dieses Licht? Oh, es ist eine weitere Konstellation, Ami. Ja, da fehlen wieder zwei